Herzlich willkommen, ja, zu einem kleinen Video. Und zwar wurde ich gebeten, doch mal zu erklären, wie man von Enzeus die Station baut, beziehungsweise wie man hier auch die Bezeichnung hinkriegt. Das geht ganz einfach, geht erst auf seine Station. Die Textur ist jetzt sieht jetzt nicht so toll aus, weil ich den Enchanged Mod jetzt nicht installiert habe, aber das ist im ersten Jahr nicht so tragisch. Die Links stelle ich sowieso wieder unten rein. Wofür das ist, weiß ich nicht wirklich. Bräuchte man aber eigentlich fürs erste nicht. Ihr könnt hier die Wall, die Seitenwände annehmen, den Floor Style, also den Boden, machen wir mal Marble 2 und Wall Tiles 2. Ihr seht, das sieht schon komisch aus. Wenn ihr diesen Enchanged Mod mit drin habt, dann sieht das ganz normal wieder aus. Aber es geht ja auch nur um den Bau erstmal. Okay, dann nehmen wir, ja, lassen wir mal zwei Gleise. Erstens, wenn ihr zwei Gleise nebeneinander haben, Quatsch, wenn ihr gegenüberliegende Bahnsteige haben wollt, so, sagen wir es jetzt, dann bleibt die Einstellung gleich, die ihr jetzt habt. Und wenn ihr die in der Mitte haben wollt, dann macht ihr beide Nein. Und dann habt ihr den Bahnsteig in der Mitte. Wenn ihr das eine macht, dann ist es auf rechts hin. Und wenn ihr das andersrum macht, dann ist es nach links hin. Okay, ja, das wäre das. Aber ich mach mal, dass es in der Mitte ist. Radius erklärt sich, und ist der hier oben. Erklärt sich ja von selbst. Einmal nach da und Minus ist nach da. Machen wir mal eine Station so. Mit N und M könnt ihr die, auf der Tastatur mit N und M könnt ihr die Station je nachdem wieder drehen. Und mit, wenn ihr hier was ausgewählt habt, bitte einmal Rechtsklick machen und dann könnt ihr mit Page Down und Page Up die Station je nachdem höher oder tiefer setzen. Und umso teurer wird es auch. Und das sehe ich jetzt erst, dass die Station dann sogar teurer wird, je tiefer sie ist. Okay. Ja. Dann bauen wir die mal. So, jetzt kommt es zum Eigentlichen. Jetzt Ritzgerode. Jetzt gibt er den Namen hier ein. U-Bahnhof. Nordstraße. Hoppala. Ritzgerode U-Bahnhof Nordstraße. So, jetzt setzt ihr erst die Eingänge. Manchmal hat man so Glück und die Eingänge passen genau zwischen so einer Lücke, ist zwar nicht immer, hier in dem Fall geht es jetzt gerade nicht. Dann machen wir trotzdem mal hier, ne? Das ist ein kleines Gebäude, dann machen wir hier einmal einen Eingang hin. Oh, ihr merkt schon, ja, weil ich hier diesen anderen Mod noch nicht drin habe, da glänzt alles wie verrückt. Der ändert irgendwas mit den Shadern und dann sieht das alles auch vernünftig aus. Dann, wo setzen wir noch einen hin? Machen wir mal auf der anderen Straßenseite. Machen wir so schräg hin, geht das? Ja, das geht auch. So. Und jetzt, damit er die Eingänge mit der Station verbindet und damit auch die Anzeigen dann passen, die Stationsnamen auch hier auf den Schildern passen, drückt er einfach nur einmal hier drauf mit Linksklick. Und dann könnt ihr sofort wieder zumachen. Jetzt hoffe ich mal, er blendet das so weit. Aber ihr seht schon, Ritzgerode U-Bahnhof Nordstraße,
zeigt das dann an. Ja, und das war's eigentlich schon. Jetzt können wir hier einmal machen wir hier hinten noch mal sowas. Ja, machen wir da erst. Mal so hin. Dann machen wir zwei Gleiter. Der ist, wird jetzt nicht so tief sein, aber ist ja nicht so schlimm. So, also ihr könnt in der Zwischenzeit auch weiterbauen und sowas. Dann geht ihr hier mal, das war Nord, das war Süd. Machen wir Südstraße. Setzt dann wieder den Eingang. Machen wir hier einen Eingang hin. Und da einen Eingang hin. Ihr könnt natürlich die Eingänge auch breiter machen. Wenn ihr zum Beispiel einen langen Stationsnamen habt, da würde sich empfehlen, dann die Weite zu erhöhen, weil dann auch das Schild breiter wird. Sonst steht die Schrift über dem Schild oder links und rechts ab. Das ist dann auch nicht so toll. Ja, aber bei normalen Stationsnamen habt ihr ja gerade gesehen, ne? Ritzerode, wie ist es jetzt? Ritzerode U-Bahnhof Nordstraße reicht eigentlich eine Breite von 4 bei den Eingängen, um dass das auch noch vernünftig angezeigt wird. Okay, jetzt haben wir ja die Eingänge platziert. Und jetzt gehen wir nochmal auf da. Und schwupp. Müsste hier jetzt genau Ritzerode Südstraße anzeigen. Ritzerode Südstraße. Jetzt gucken wir uns das nochmal in der Station an. Jetzt muss ich hier eben eine Weiche machen. Sonst sagt er mir gleich, ne? Ich kann keinen Weg finden. Oh, jetzt haben wir hier genau wieder. Na, doch, so. Na, Entschuldigung. Machen wir sowas hin. Und dann ja, nehmen wir irgendeinen Zug hier. Wie gesagt, das ist hier so eine Testmap. Triebwagen. Ach komm, nehmen wir den hier. Ach, nicht genügend Geld, okay. So, jetzt lese zwar eine neue Linie. Das weg und dann bitte schon einmal nach da und nach da. Und dann fährt er auch schon los. Und da kommen wir gleich noch eine einfache Mitfahrt. Ich weiß selber nicht, wie die U-Bahn-Station jetzt aussehen, wenn dieser Shader-Mod nicht vollgeladen ist. Ach so, und ihr braucht auch noch den Live-Text. Aber für alle Mods packe ich euch direkt die Links hin. Ist zwar wohl, wenn ihr die U-Bahn-Stationen runterladet bei Transportweaver.net, steht es zwar bei, dass ihr Live-Text braucht und diesen Shader. Enchangement. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Weil sonst überblendet er nämlich alles. Ja, das bringt dann überhaupt nichts. Wisst ihr was? Dann gehen wir hier mal raus. Ich mache eine. Stopp das Video mal und lade mal den anderen Mod noch hoch. Und dann sehen wir uns wieder. Also bis gleich. Ja, ich hoffe, ihr seid noch alle da. Ich bin es auf jeden Fall. So, ich habe jetzt gerade den Enchantment Mod reingepackt und ihr seht, jetzt sieht auch alles so aus, wie es soll. Na, komm schon, dann packen wir das da mal hin. Genau, und ihr seht hier, hier müsste. Na, das ist doch kein Schild mehr. Na, jetzt sind wir, ne? Komm, können wir da nochmal. Aber ihr seht, dann sieht das auch alles vernünftig aus. Ich habe sicherheitshalber den Natural Environment Mod wieder rausgenommen. Ich habe keine Ahnung, ob die sich verkragen oder nicht. Das muss jeder von sich dann. Aber ihr seht ja, hier,
Schildchen. U-Bahnhof Nordstraße. So, das war's schon. Das wollte ich euch ja nur zeigen. Das wurde ja auch nur gefragt, wie man die platziert. Eins kann ich noch sagen. Als ich eine Biegung hier drin hatte, jetzt hat er hier, das machen wir so, und hier noch eine Steigung drin hatte, ich glaube bei 30 Grad oder so, ich mache es jetzt nicht nach, ist mir das Spiel abgeschmiert. Genauso ist mir auch schon mal das Spiel abgeschmiert, wenn ich auf einer Seite, glaube ich, drei Eingänge gemacht habe und auf der anderen Seite nur einen Eingang. Und ich auf 3 und 1. Und wenn die dann auch noch so komisch angeordnet sind, kann es sein, dass er dann wohl keinen Weg findet. Dann, wenn ihr Glück habt, verschwinden nur die Eingänge. Dann müsst ihr die nochmal neu setzen. Wenn ihr Pech habt, schmiert das Spiel dann auch ab. Hatte ich auch schon. Ach, Entschuldigung. Frosch im Hals hier wieder. Okay, das war es soweit von mir. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Enzo ist es toller Mod, auf jeden Fall super Mod. Hat auch viel, viel Arbeit reingesteckt und ich habe auch gelesen, dass es wohl, weil die Weiterarbeit ja von UG auch an diesem Spiel jetzt beendet ist, da gibt es ja keine Updates mehr, hat Enzo auch bei seinem letzten Mod dann geschrieben, dass es sein letzter Mod ist, was er dafür erstellt hat, dass er auch viel Zeit investiert hat, das glaube ich, aber dafür war es ja dann auch eine Meisterleistung, die ich glaube da mit dem Skripten und Modden soweit werde ich wohl nie hinkommen, wie in Zeus. Okay, dann würde ich sagen, habt noch eine schöne Zeit, bis dahin und ciao.